Das Festgelände in Neustift. 1500 Einwohner leben hier und 400 davon arbeiten am Pfingstwochenende beim Fest des Jahres. Und es ist wirklich das Fest des Jahres. 15.000 Besucher kommen jährlich. Der logistische Aufwand ist dementsprechend groß. Jetzt baut sich das ein bisschen auf, jetzt ist ein bisschen die Übergangsphase. Und am Abend dann, also so ab 18 Uhr, kommen die ganzen Busse. Die kommen vom Innviertel, von Everding, von eigentlich überall her. Für das Zeltaufbau haben wir heuer 5 Stunden gebraucht. Also das ist eigentlich Rekord gewesen, weil das Zelt von St. Pölten gekommen ist und erst die Nachmittag gekommen ist. Das waren 32 Leute, die das Zelt aufgebaut haben. Die Feuerwehr macht den Schankbetrieb, Küche ist was eigenes, Bar machen dann die Fußballer und so ist das ein bisschen einfach aufgeteilt. Und hier haben wir unser Geschirrmobil, das haben wir uns selber gekauft. Geschirrmobil, da haben wir ungefähr 800 Teller, 1600 Besteck und so. Wir haben dann da heute eine kleine Bühne, weil die große Bühne, die braucht man schon, wenn die Musik dann kommt, dass die in der Zwischenzeit aufbauen können. Was auch noch interessant ist, wir brauchen ungefähr für die 4 Tage 100 Hektoliter Bier. Auf engstem Raum wird in der Küche gearbeitet, ausgestattet wie ein großer Gastrobetrieb mit eigenen Kühltransportern. Es wird wieder angekauft und irgendwann ist das Equipment einmal beieinander. Es ist das 37. Zeltfest. Alle Vereine helfen zusammen. Im Zelt steigt die Party und im Büro hinter den Kulissen wird alles abgewickelt. Da wird der ganze Ablauf von der Kasse, von Wechselgeld, Kassen abgeben. Also alles spielt sich eigentlich da herinnen ab. Da steht auch draußen normalerweise Security dann in der Nacht, weil es ist schon einiges Geld herinnen, wenn man sich vorstellt, was da zusammenkommt und so. Das sind die Dienstpläne, also da sieht man ungefähr, es arbeiten in Summe 400 Leute. 2.500 Stunden. Ich bin das 20. Mal da dabei und für mich ist das mittlerweile Routine. Wir sind ein Team von 8 Leuten und muss sagen, das funktioniert perfekt. Logistisch ist gut organisiert. Das weiß ja jeder, was er zum Tor hat. Arbeitslisten steigen ca. 14 Tage vorher und es läuft wie am Schnürchen. Zeltfestplanung, das liegt den Neustiftern. Das gesamte Gelände ist 6 Fußballfelder groß und jeder Platz wird hier auch genutzt. Natürlich zum Feiern beim Fest des Jahres.